Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem Mix-Universum. Ich bin der Shintoaga und schön, dass ihr dabei seid. Jo. Letzte Folge haben wir ein bisschen Raumkraut hier durch die Gegend kutschiert. Und damit soll es das jetzt auch gewesen sein. Mit der Sappelei nebenbei. Und dann gucken wir mal, was wir denn an Missionen bekommen können. So, Terraforming blenden wir es mal wieder aus. Die Teladi Handelsgilde hat jetzt hier wieder einige Sachen. So, das wäre doch mal was für uns. Hier wieder ein Seminar für Crew mit 3 Sternen. Also bei der Teladi Handelsgilde kann man natürlich davon ausgehen, dass das keine militärischen Operationen sind. So, damit sollen wir auch Satellitenabdeckung verbessern. So, 3 Sterne. Denn... Oder haben wir das schon gemacht? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wo ist denn mein Giga-Händler? Der ist jetzt beim Mond. Und der dürfte seine Verbesserung wahrscheinlich schon bekommen. Auch nicht das Terraner MK3-Schild. Jawohl, da ist es. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Genau. El Manket zwar hat nämlich noch keine 3 Sterne, um halt... Auf der anderen Seite, im Habgier-Sektor dürfte das doch eh egal sein. Ne? Das war doch mein Gedanke. Das zählt ja dann quasi jetzt einen Sektor und der soll ja sowieso nur in diesen 3 handeln. Okay, gut. Dann würde ich sagen, geben wir ihm mal den Befehl und hoffen, dass das Schiff dann wirklich so stabil ist, die Fluten auszuhalten. Also... Automatischer Handelssektor. Ich bin mir relativ sicher, dass das neu ist. Ich meine, das gab es, wo ich angefangen habe mit dem Spiel, gab es diese Methode noch nicht. Deswegen habe ich ja lange, lange gebraucht. Konnte ich hier nicht alle irgendwie mal auswählen? Ja, ich glaube, das ist natürlich das Problem, was vielleicht mit Sektorhandel da nicht geht. Okay, dann sollten wir doch versuchen, jetzt dieses Rang 3 Seminar zu bekommen. Weil bei Fortgeschritten, die können nämlich mehrere Waren handeln. Und das ist wahrscheinlich die Einschränkung, nur in diesem Sektor und nur eine Ware. Gut, grundsätzlich können wir ihm ja trotzdem den Befehl geben, Energiezellen. Das wird ja da überall gebraucht. Es geht ja nur darum, schon mal ein bisschen Ruf zu machen. Und während ich dann die Seminare, die erforderlichen, organisiere, kann er sich ja trotzdem schon mal auf den Weg dahin machen. So, Habgier, wo haben wir denn Habgier? Okay, ist anscheinend doch nur auf diesen Einzelsektor beschränkt. Dann würde ich sagen, machen wir das bei Habgier 1 erstmal. So, bestätigen. So, und ich sollte die Mission annehmen, bevor sie nämlich weg ist. Ja, und hier sieht man es auch nochmal. Vielleicht ist es anders nie aufgefallen. Die anderen sind jetzt nicht machbar. Also, die ganzen Gildenmissionen geht nur eine pro Stück. So, ich soll Eis finden, profitabler Handel 3. Gut, da... So, machen wir hier wieder zu. Ja, war irgendwie auch klar, alle Schiffe, die ich haben will, sind irgendwie im inneren Hangar. Aber klar, wenn die da oben nichts weiter zu tun haben, dann passiert das eben. So, jetzt aber. So, macht's gut, Mädels. Erreiche System, profitabler Handel. Alligator, Mineralien. So, das nehme ich mal wieder selbst.
Denn ich gehe mal davon aus, ich darf das Eis dann auch gleich abbauen. Autopilot eingeschaltet. Und wenn wir Glück haben, ist das eh in dem Sektor. Das sind die Navigationsparke, die ich da ausgesetzt habe für das Eis. Glaube schon. Warum sollte ich sonst hier Navigationsparke aussetzen? Allerdings. Doch, hier wird Eis angezeigt, aber ich denke mal, das ist die Navigationsparke. Eigentlich schon mal theoretisch. Autopilot eingeschaltet. Navigationsbarke. Ja, was ich ja auch noch machen will, bevor ich mich zur Terraforming-Station widme, muss ich auf jeden Fall dann hier nochmal eine Fabrik hinbauen, die die gleichen Produktionsmodule hat wie das Hauptquartier. Damit es da nicht zum Erliegen kommt mit der ganzen Geschichte, dürfte zwar eigentlich keine großen Schwierigkeiten machen, aber falls doch, will ich darauf vorbereitet sein. Anhalten, weil wir müssen natürlich trotzdem eine Ressourcensonde aufstellen. Gute Arbeit. Die wir dann natürlich dann gleich, also wir müssen gar nicht abbauen. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich das auch mit der Nexus Narnia machen können jetzt. Ich möchte das Ding eigentlich deaktivieren. Warum geht das jetzt wieder nicht? Ja gut, ich bin eigentlich davon, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass machen wir das so. Eigentlich davon ausgegangen. Hallo. Wir haben neue Befehle. Navigation. Fliegen Sie zur folgenden Position. Verstanden. Aktiviere Scanner. Ich bin davon ausgegangen, dass wir danach auch gleich abbauen müssen. Aber so kann man es natürlich auch Erreiche machen. Erreiche System. Argon Prime. Na gut, machen wir es jetzt so. Autopilot eingeschaltet.
Speicher System. Weiter Kontakt. Jo, auf jeden Fall sind wir die Kackbedrohung los jetzt hier. Das ist schon mal sehr gut. Vorerst. Erreiche System. Schwarze Sonne. Das ist halt auch mal so interessant, wenn man sich überlegt, was ich da alles schon an Millionen von Credits in die Stationsbau reingesteckt habe. Auch wenn ich natürlich die Sachen überwiegend selber herstelle. Aber man darf ja auch nicht vergessen, alle Baumaterialien, die ich selber herstelle, werden halt auch nicht verkauft, ne? Also die ich zum Bau verwende, die werden halt nicht verkauft und werden nicht unmittelbar Credits, das sind halt auch langfristige Investitionen. So, Gigahändler ist jetzt mittlerweile bei der Venus. Schwarze Sonne 5. So, mal gucken, haben wir denn überhaupt? Müssen wir doch, ja. Das ist auch das Schöne, durch die ganzen Ressourcen, die ich dann zur Verfügung stelle, auch teilweise mir selber, kann ich natürlich durch das Raumdock mich jetzt auch selber mit ganzen Sonden und so weiter und Satelliten auch selber versorgen. Also gehe ich von aus, dass das dann möglich ist. Das sollte ja so sein. Wenn ich bei den anderen die Sachen auf den Raumdocks einkaufen kann, kann ich mich natürlich dann auch selber versorgen mit. So, was haben wir denn? Lektion gelernt, Moderat. Ah, da müssen wir dann doch wieder jemanden aufnehmen. Ja, da müssen wir aber wieder Eis suchen. Ja. Im profitabler Handel 3. Dann würde ich doch sagen, dann schicke ich doch den Bergbau-King doch direkt wieder dahin. Dann kann er da nämlich dann doch gleich weitermachen. Beziehungsweise ich kann mich dann da einfach hin teleportieren. Lutos, Gas, Angreifer. Leerer Raum. Moment mal. Ich habe mich eben schon gewundert, wo. Ernsthaft? Autopilot ausgeschaltet. Ja, das ist natürlich die gleiche Gegend hier, ne? Ja. Es scheint alles sich alles in dieser Gegend hier abzuspielen, so wie es ausschaut. Oder habe ich jetzt gerade den Fehler gemacht, meine eigene Mission, dass wir danach mit dem Bergbauschiff doch woanders hin müssen. Na gut, das werden wir jetzt sehen. Allerdings, weil mir das zu mühselig ist, das hier selbst zu machen, haben wir Hallo. Doch unseren
Bastian Samti, unseren 5-Sterne-Pilot, der es ein bisschen effektiver wahrscheinlich macht, wenn ich ihm die Befehle gebe. So, also, dann würde ich sagen, machen wir das. ...95% sollen wir abdecken. Da würde ich einfach mal sagen, zivil... Ach, wir haben gar keine Satelliten mehr, was? Warum haben wir keine Satelliten mehr? Ne, ich bin ja noch beim Bergbau King, alles klar. Das hätte mich jetzt aber auch stark gewundert. So, einmal... Also die erweiterten Satelliten, die benutze ich dann, glaube ich, wenn ich die selber herstellen kann. Wobei, wie gesagt, die kosten zwar ordentlich Kohle. Ah, da ist ja noch ein alten Befehl drin. Das sehe ich doch. So. Das würde ja nicht wegfliegen. Ja, versuche das eigentlich schon... seit Beginn an, wo mir das aufgefallen ist, immer zu ändern, aber ich mache es dann trotzdem nicht. Einfach, weil ich dann halt immer nicht mehr dran denke, dass da ja noch unter Umständen ein alter Befehl drin ist. Ja, aber das soll mal schön er machen. Er kann das, wie gesagt, auf jeden Fall effektiver. Gut, ich hätte auch zwei Erweiterte da gegenüber aufstellen können und die kleine Lücke dann mit... Was? Bin schon bei 91 von 95. Ist kein erweiterter Satellit. Ja, dann soll es mir recht sein. Da habe ich ja eh alles richtig gemacht. Dann brauche ich den Befehl hier wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Schauen wir mal, dann kann ich den Befehl nämlich dann auch gleich löschen. Und ganz ehrlich, dann kann Bergbau King die Satelliten eigentlich wieder einsammeln. Da hat er auch ein paar Satelliten mal, falls es mal wieder zu so einer Mission kommen sollte. Dann hätte ich nämlich jetzt gar nicht umsteigen brauchen. Missionsupdate, Stationsbesitz transferiert. Ja, das war's schon. Ach nee. Stopp. Das geht ja auch nicht, weil wir haben den Satelliten, die haben die Satelliten ja jetzt quasi den Teladi geschenkt. Deswegen wahrscheinlich Stationsbesitz transferiert. Ja gut, alles klar. So, jetzt wollen wir jemanden abholen. Also dann einmal rüber wieder zum Bergbau King. Kannst du dann hier andocken. Wir haben neue Befehle. Navigation, fliegen Sie zur folgenden Position. Und die Nexus Narnia kann dann auf jeden Fall wieder zum Hauptquartier. Genau, da muss ich ja nicht selber fliegen. Mineralien. Können uns ja mal auf den Giga-Händler teleportieren, solange. Erreiche System, Zoll. Ja. Natürlich ein Riesenschiff, was natürlich auch ziemlich lange braucht, um irgendwo hinzukommen. Aber auch sie sind unterwegs.
Du kriegst bald dein Seminar, dann kannst du auch ein bisschen größeren Handel treiben. Also ich muss auch sagen, obwohl wir ja keinen Abruf mehr gemacht haben, kommt aber die Kohle trotzdem ganz ordentlich rein mittlerweile. Oder wird wieder irgendwas direkt überwiesen? Das ist, wie gesagt, das ist mir nicht so ganz schlüssig. Wobei das halt die normalen Werte von unseren Händleraktivitäten sind. Das ist auf jeden Fall auch wieder eine größere Station, wie man sieht. Und wie wir auch sehen, werden da massiv wieder an Hüllenteile benötigt. Ich hoffe auch, dass sie sich hiervon auch bedienen. Also der Schrott wird dann echt nicht weniger, ne? Also bin ich schon fast überlegen, noch eine dritte Produktion, Recyclingproduktion anzubasteln. Aber da wird es wahrscheinlich mit den Energiezellen wirklich ein bisschen essig. Ja, alles klar. Das beantwortet meine Frage. Also der Transporteur, der ja definitiv der Antimaterie-Wanderfabrik zugewiesen ist, fürs Baulager einzukaufen, holt sich also auch seine Hüllenteile hierher. Das ist gut. Das passt. Dann muss das Hauptquartier das nicht alles alleine stemmen. Alles klar, gut. Während ihr jetzt hier auf dem Weg seid, wieder in heimische Gefilde. Muss ich jetzt mal unseren... Erreiche System. Profitabler Handel. Sind wir schon da? Ja, sind wir. Unseren Teladi-Freund abholen. Das ist ja quasi wieder so eine Ausbildungsmission. Wie baue ich einen Asteroiden korrekt ab? In dem Fall sollen wir wieder Eis organisieren. Wenn ich richtig gesehen habe, waren es ja wieder 0,15 Kubikkilometer. Und das war ein profitabler Handel 3, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Von daher wissen wir ja, wo wir hin müssen. Dann komm mal an Bord. Auf dem Weg. Ah, jetzt kann man ihn wieder zu... Es ist echt komisch manchmal. Jetzt kann man ihn wieder zusehen. Wie er selber einsteigt. So möchte ich das auch, weil das ist halt einfach nur immersiv. Ich bin an Bord Ihres Schiffs und startbereit. So, profitabler Handel 3, sage ich doch. Also habe ich mich doch nicht verguckt vorhin. Da wir ja nichts abgebaut haben, sollte unsere Navigationsbarke uns auch wieder gute Dienste leisten. Eingeschaltet.
So, dann haben wir das. Drei feine Mahlzeiten, habe ich jetzt keine Angst vor. Die habe ich. Für so einen Fall habe ich mir die mir ja mal extra hergestellt, als ich eine Menge an Fruchtsalat gefunden habe. Und danach müssen wir nochmal Eis sammeln. Diesmal allerdings ein profitabler Handel 1. Aber ich glaube, das war nicht so das große Problem. Autopilot ausgeschaltet. So, dann müssen wir jetzt wieder einmal eine Ressourcensonde rausschmeißen. Beginne Ressourcen einzusammeln. Jawohl, das machen wir gleich. Jetzt probiere ich das nochmal. Warum? Ich kann die nicht mehr deaktivieren. Interessanterweise. Warum auch immer. Vielleicht hat Egosoft das gefixt mit so einem kleinen Hotfix. Ne, ich kann nur das Leitsystem dazu aktivieren. Objektliste. Station untergeordnet ausstellbares. So. Hier, Ressourcensonde. Ja, kann ich sie deaktivieren. Okay, weil dann habe ich sie mich auch gleich wieder eingesammelt. So, jetzt wollen wir 210 Einheiten Eis aufsammeln. Der sieht doch schon mal passend dafür aus. Wobei. Da schwebt schon was hier. Asteroid. Das ist wahrscheinlich zu weit weg, ne? So. Asteroid. Der Asteroid sieht aus wie so eine gesprungene Eierschale aus. So, und dann wieder andocken. Docke an die Ladehandelsstation. Jawohl, machen wir. Gibt doch auch nicht Kohle, davon mal ab. Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Außerhalb von Andockreichweite. Andockerlaubnis erteilt. So, mit der Geschwindigkeit müsst ihr eigentlich noch vernünftig navigieren können. Vergesst, was ich gesagt habe. Eben noch überlegt, ob ich meinen Piloten landen lasse. Auch wenn es manchmal ein bisschen bescheuert aussieht, aber der kriegt es halt irgendwie dann doch hin.
Also merke, selbst 355 an Geschwindigkeit ist halt einfach noch zu schnell. So, können wir das Eis hier auch wenigstens loswerden? Reservierte Waren, Rabe, Prototyp. Ja, stimmt, den habe ich ja auch zum Handeln geschickt. Na gut. So, die Frage ist. Dadurch, dass wir hier ja jetzt. Ich grüße Sie. Danach eh wieder jemanden aufsammeln müssen, ob wir das Ganze nicht gleich mit dem Schiff hier machen. Warum eigentlich nicht? So, Bergbau King, dann einmal. Dorthin. Jo, da war es das auch wieder für diese Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht in den nächsten. Über Kommentare, Likes und Abos, falls noch nicht geschehen, freue ich mich natürlich auch mega. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Zeit. Macht's gut, euer Shintuaga.